Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, auch zu Hause. Wir haben einen fröhlichen Optimisten, ein richtiger Amerikaner, obwohl er Deutscher ist. Möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, unser Gast, ja, dem haben wir was zu verdanken, auch wenn die meisten es noch nicht wissen, denn dank seiner Erfindung können wir demnächst unsere persönliche Telefonnummer auch nach Australien oder an den Nordpol mitnehmen. Ob wir zwei sowas brauchen, werden wir jetzt mal gleich herausfinden. New York, hier ist die Zukunft zu Hause. Mittendrin Jens Müller aus Ost-Berlin. Heute nennt er sich Jay Muller und ist trotz seiner 27 Jahre schon 700 Millionen Mark schwer. Jay hatte eine Idee, weltweit erreichbar sein, unter einer einzigen Telefonnummer. Ein Computer wandelt Gespräche und Faxe in E-Mails um, die jederzeit im Internet abrufbar sind. Privat mag es Jay Muller eher altmodisch, Bücher lesen und ganz normal telefonieren. Hi. Eigentlich ist er Musiker, brachte sogar schon eine CD heraus. Bei seinen Konzerten ärgerte sich Jay, dass Nachrichten für ihn nie oder zu spät ankamen. Also erfand er JFax. Für die schöne, schnelle Welt. Hier ist er. Herzlich willkommen bei uns, Jay Muller. Jay, jetzt müssen wir das noch mal ganz genau vermitteln. Die Erfindung. Also, wenn ich jetzt irgendwo einen Telefonanruf bekomme, einen Fax bekomme, dann wird das alles gesammelt, in den Computer reingeschickt, da wird eine E-Mail draus gemacht. Egal, wo ich bin in dieser Welt, genau, ich bekomme alles. Ist eigentlich ganz einfach zu bedienen. Du kriegst eine Telefonnummer von uns, egal ob das, wie du gesagt hast, Sydney oder Frankfurt oder New York. Kannst du innerhalb von wenigen Minuten von unserer Website, jfax.com, JFax, du kriegst die Telefonnummer, die kann deinen Anrufbeantworter ersetzen, deine Faxmaschine ersetzen und alle Nachrichten kommen zu deiner E-Mail, also auf deinem Laptop oder egal was für einen Computer du benutzt. Und das ist die einzige Stelle, wo du eben nachgucken musst. Ja. Du musst nicht mehr Faxmaschinen nachrennen, hinterherrennen oder Sekretärin nachschicken anrufen, lassen. Nachschicken lassen, ist ganz einfach. Ja. Ist also das Sydney, Rom, Paris oder was du alles gerade erwähnt hast. Was mit Buxtehude? Buxtehude noch nicht? Nee. Warum nicht? Das ist eine schöne Stadt. Also wir haben angefangen, erstmal die ganzen Business, also Geschäftsstädte in der Welt und Nummern anzubieten. Also wir haben eigentlich unsere ersten beiden Städte waren London und New York, wo wir eben Telefonnummern angeboten haben. Herr Schollatour schaut ganz erschüttert und ganz kritisch darüber. Nee, gar nicht. Mein Gott, das ist eine neue Welt. Das ist nicht mehr meine Welt, das ist ganz klar. Aber das muss man, ich finde, das ist sehr nützlich, nicht wahr? Und das wird vieles im Leben erleichtert. Ob es in der Substanz was Neues bringt, ist eine andere Frage. Nicht? Aber jedenfalls also in der Übermittlung ist es schon eine fantastische Sache. Jay, wer braucht das? Wer nutzt das? Wer kauft das? Also jeder, also individuelle Leute, Geschäftsleute, die erreichbar sein wollen, Leute, die E-Mail haben sowieso, die können JFax total benutzen, weil plötzlich ist die E-Mail die einzige Stelle, wo sie nachgucken können, brauchen. Und die können natürlich auch dieses virtuelle Büro aufmachen in Paris, wenn sie wollen, sofort. Und auf ihre Visitenkarte drucken, Paris-Büro. Ach, das machen London-Büro. Die dann noch ganz gern, so auf der Visitenkarte so ein bisschen die Schickimicki-Leute auch, die Bluffer, die sagen, guck mal, ich hab sowas. Ja, na, ist ja mehr als Bluffer eigentlich, weil mit E-Mail und Internet sowieso ist ja alles international. Und das, was JFax macht, ist ja, bringt diese beiden, das alte Netzwerk und das neue Netzwerk zusammen eigentlich. Also, dass eben die Leute, die E-Mail mögen, können E-Mail benutzen und trotzdem mit Fax-Leuten kommunizieren. Ist das nicht irgendwie ein bisschen stressig, immer erreichbar zu sein? Wie schaltest du ab? Ich schalte den Computer nicht an, wenn ich nicht erreichbar sein will. Ja, also wir haben es ja eben im Film gesehen, das ist eine interessante Geschichte. Du bist dann richtig großer Unternehmer geworden, warst schon auf Seite 1 hier der Wirtschaftswoche. Wie schwer ist deine Firma? Wie reich ist deine Firma inzwischen? Also das hat ja klein angefangen eigentlich. Mein ein Freund und mein Bruder, wir waren drei, als wir angefangen haben. Und dann plötzlich hatten wir Kunden und die brauchten ein bisschen Unterstützung. Da hatten wir also einen Kundendienst aufgebaut. Jetzt sind wir über 100 Leute, arbeiten in Los Angeles hauptsächlich. Und wir sind jetzt, wir haben, bieten Telefonnummern in mehr als 60 Städten rund um die Welt an. Was kostet das eigentlich, wenn man sowas haben will? Also du kriegst die Telefonnummer für ungefähr 20 Mark im Monat.
ist billiger ja. als die Deutsche Telekom. Hey. Und es dauert ungefähr 2 Minuten. Dann ja. hast du die Nummer und die funktioniert sofort. Ja. Wenn man so was Erfolgreiches entdeckt hat, dann kommt doch, und das auch erfolgreich funktioniert, dann kommen doch sicherlich andere Firmen, dann kommen doch Angebote, ob feindliche, ob freundliche. Ja. Wer wollte denn JFX schon kaufen? Also es gibt natürlich viele größere Firmen, die größeren internationalen Telekoms, die sind sehr interessiert an dieser ganzen Technologie und Internet sowieso. Mhm. Und da wir eigentlich auch ein einmaliges Angebot jetzt haben, ein einmaliges Produkt, die wollen natürlich sofort da auch rein. Also wir reden mit vielen Firmen, ich habe auch Gespräche mit Deutsche Telekom, Bertelsmann ja. und viele AOL. Firmen eigentlich gehabt. AOL natürlich. Was macht Bill Gates? Hat er auch schon geklopft? Wir sind in ja, Gesprächen auch, ja. Mhm. Aber er ist noch nicht reingelassen worden? Nee, noch nicht. Nee. Willst nicht mit Bill Gates? Vielleicht, aber immer, im Moment noch nicht. Wenn man so erfolgreich ist, dann heißt es ja heute immer ganz schnell, man muss an die Börse gehen. Ist da was zu erwarten? Also Börse natürlich, wir gucken ernsthaft jetzt, was da los ist. Und nicht nur, was eine normale Internetfirma im Moment machen würde, auf Nasdaq, also in Amerika, auf die Börse gehen, sondern viele Investmentfirmen, die sagen jetzt, wir sollen auch hier mal auf den neuen Markt gucken in Deutschland. Und morgen übrigens weg nach Frankfurt, um mir ein paar Gründe anzuhören, warum wir das machen. Nutzt den Heimflug, um neues Business zu machen. Genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber da ist ja eine richtige amerikanische Folklore jetzt auf den Lippen schon. Ne? Der Akzent ist ja sehr amerikanisch und zwischendurch kommt der Berliner Jung noch raus. Ja, also ich bin aus Berlin nach Frankreich gezogen. Hab da 4 Jahre gewohnt und Musik gemacht in Englisch ja. und dann nach New York gezogen. Bin da jetzt auch schon über 4 Jahre und ich rede auch eigentlich schon. Fast nur Englisch. Außer mit meiner Mutter und meiner Oma. Ein bisschen übers Telefon in Deutsch. Kommt da schon mal jemand zu dir und sagt, Mensch, sprichst du mal gut Deutsch als Amerikaner? Ja, doch, ist ja? mir schon passiert, ja. In Köln, im Taxi. Oh, Sie reden aber gut Deutsch. das ist ja eine große Erfindung, auch wenn Sie ganz einfach klingt. War das schon immer so dein Ding, so als Daniel Düsentrieb durchs Leben zu gehen und dir was rauszufinden? Ja, ich bin immer sehr aufgeregt, wenn neue Sachen rauskommen, also neue Computer oder neue Kameras oder elektronische Sachen. Besonders, wenn die sehr einfach zu behandeln sind. Also ganz komplizierte Sachen, da denke ich mir auch, wer soll denn das benutzen? Ist ja viel zu kompliziert ist für Scientists, also für Wissenschaftler vielleicht, aber nicht für Leute, die eigentlich diese Sachen eigentlich benutzen wollen. Und JFX zum Beispiel, gleich vom Anfang an, habe ich immer gesagt, sehr einfach halten, simple, dass es wirklich leicht zu benutzen ist. Und Computer im Moment, denke ich immer noch, sind sehr viel zu kompliziert. Ich verharre noch ein bisschen auf dieser ewigen Erreichbarkeit, dass das also irgendwie lebenswerter sein soll. Hey, wenn du dir das anguckst, also die Situation am Flughafen in Deutschland, die ist für mich so beispielhaft. Die Businessleute verlassen den Flieger. Das Erste, was Sie machen, wenn Sie in den Bus steigen, Sie greifen zum Handy. Piep. Da wird so viel Überflüssiges gequasselt. Und nach dem Motto, wo bist du gerade, wo bist du? Das ist ja die Standardfrage. Ja, das ist ja auch ein Statussymbol inzwischen. Ja, aber ist dann diese Möglichkeit der Kommunikation, immer ständig erreichbar zu sein, können wir gar nicht damit umgehen? Na, das Problem ist natürlich, dass wenn man nicht immer erreichbar ist, dann kann man sehr leicht raus sein aus dem ganzen Geschäft, weil jemand anders wird immer erreichbar sein und dann eben ahead, sagt man, weiter vorwärts gehen. Also wenn man nicht immer wirklich den Knopf gleich da hat, dann kann man leicht zurückbleiben. Aha. Das ist das Problem. Also ich verstehe schon, was du sagst, dass man ein bisschen auch die Nerven verlieren kann. Aber, also ich denke immer, man kann es auch alles ausschalten, aber wenn man es will, gut, kann man eben jetzt, reichbar. Das beruhigt mich jetzt. Also ich muss gestehen, ich besitze seit einigen Wochen, Monaten ein Handy ja. und er ist ganz nützlich. Wie gesagt, man kann ihn abschalten. Was schrecklich ist, das sind die Leute, die so tun, als würden sie gerade mit Sydney telefonieren und reden und wollen ins Leere rein. Das gibt es ja auch sehr viel. Aber damit die Umgebung... Gut. Drehen wir es mal um. Jay, schreibst du noch mit der Hand? Oft ja, wenn ich Notizen nehme, auch im Studio. Ja. Mhm. Ich schreibe schon mit der Hand, ja. Mhm. Ich schreibe auch nicht mit 10 Fingern, muss ich sagen. Ich habe mir so die 4 Finger mit. Ja, aber könnte es denn angehen, dass wir irgendwann diese Handwerklichkeit völlig ablegen und keiner ist mehr in der Lage, wirklich zu schreiben, weil alles über das Netz läuft? Ja, es werden immer weniger Leute lesen, vor allem auch nicht. Nicht Sie trauen dem Ganzen nicht, dem Internet auch nicht. Doch, mein Gott, das ist, also es hat überhaupt nicht, gar keinen Sinn, so etwas zu negieren, weil es da ist, nicht wahr? Also, es hat doch gar keinen Sinn, sich dagegen zu stemmen. Man muss das Beste draus machen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man im Internet, bisher konnte man die Quellen einer Nachricht noch kontrollieren. Inzwischen kann man, glaube ich, ich verstehe nicht viel davon, im Internet irgendetwas einspeisen
und auch die schlimmsten Infamien zum Beispiel verbreiten, ohne dafür, dass dafür jemand verantwortlich gemacht werden kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber also in manchen Fällen stimmt schon, aber wenn man also ich meine nicht Sie und Ihr System damit, sondern ganz generell gesprochen. Ja, also wir machen ja nicht, wir machen ja keine Nachrichten in dem Sinn wie eine Zeitung. Aber wenn ich neue normale Zeitungen lese, dann kann ich dir auch nicht immer vertrauen. Stehen dann Namen da vielleicht und wenn man dann nachhakt, dann sieht man dann, dass sie eben auch verändert wurden oder man weiß nie, wer wirklich da verantwortlich ist. Es steht ja auch viel Schwachsinn da drin. Ja. Und auf dem Internet ist eigentlich was Gutes, denke ich, ist eben, dass Leute, die nicht so viel finanzielle Mittel haben, um eine Zeitung anzufangen, die können eben trotzdem ihre Nachrichten oder Sachen rausbringen, dass andere Leute das sehen können, weltweit. Mhm. Ich sag mal, erstmal vielen Dank soweit. Ja. Herr Schollatour, Jay, sehr interessant, habe einiges dazugelernt. Jay, wenn du die Geschichte hörst, also du kennst das amerikanische Fernsehen ganz genau, die amerikanische Kultur. Gibt es auch die Lust der Amerikaner, Imitate zu bilden, sagen, komm, ich will den kopieren oder ich möchte so sein wie der? Manchmal, also in anderem Sinne eigentlich. Was da sehr viel passiert, ist ja, dass europäische Kulturen kopiert werden, aber dann sind die besser als die Originale immer. Mhm. Und das ist, Leute wollen natürlich, haben immer ihre Idole, aber ich glaube, dass das hier genauso ist wie da. Aber ich persönlich mag das Original eigentlich immer besser normalerweise. Ist doch wunderbar. Yes, das ist doch großartig. Genau. Naja, es gibt schon einen Unterschied zwischen Original, aber ich sage mal, es wird immer Pam Dubel geschrieben, aber das war eigentlich. Wir haben dort in der Harald-Schmidt-Show Klischees bedient, zu fleischgewordener Blondinenwitz. Und da hat es einfach gepasst. Und ich denke, dass man mit dem Wort Double sehr vorsichtig umgehen sollte, weil wenn ein Schauspieler versucht, irgendwas zu kopieren oder eine Parodie darzustellen, dann ist das nicht gleich. Meine Maskerade mag vielleicht perfekt erscheinen, deshalb spricht man von Double. Aber dann liegt das daran, dass die Journalisten da ein bisschen kreativ werden. Aber wie werden Sie denn heute wahrgenommen? Als Pam oder als Ina Werner? Nee, also ich weigere mich immer anzunehmen, Double oder so. Das ist für mich einfach Blödsinn oder so. Okay, ist ein Kompliment. Jay, dass alles gut wird. Noch ein Besuch bei der Mutter in Berlin jetzt? Nee, nicht Och, diesmal. Mensch. Mutter muss doch irgendwie eine Chance bekommen noch. Sie guckt gerade zu wahrscheinlich. Hallo Mutter. Ne? Vielen Dank Ihnen hier im Studio. Vielen Dank zu Hause. Bis nächste Woche. Danke.